Na Leute zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Delph Achievement. Und zwar haben wir das Achievement unter Tiefen und dann War Within. Und hier haben wir Entdeckung in der Schwärmerbresche. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Findet und öffnet alle robusten Truhen, die in der Schwärmerbresche verborgen sind. Und dazu sind wir schon einmal in dem Delph drin. Wir müssen hier einmal auf die Koordinaten 65, 62 in Heilsturz. Da können wir einmal rein. Die Schwierigkeitsstufe ist vollkommen egal. Könnt ihr auch beim Leveln machen. Und ja, sobald wir hier drin sind, können wir den ersten Schatz hier in einem Gebäude auf den Koordinaten 61, 66 holen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt als erstes mal. Also ich stehe jetzt hier schon direkt davor. Da oben geht es einmal rein. Und der erste Schatz ist einmal hier, wenn wir uns links halten, hinter diesen Spinnengittern drin. Den können wir anklicken. Und ich habe ein schönes graues Item gekriegt. Einen Krug aus purem Gold. Vielleicht ist der zumindest was wert. Ah ja, 200 Gold Händlerverkaufspreis. Also das ist ja schon mal was. Ich denke mal, das ist aber relativ random, was da drin ist. Ne? Also ihr werdet wahrscheinlich andere Sachen drin haben. So, dann laufen wir jetzt hier die Brücke runter. Und hier hinten einmal rein. Oh, ich sehe gerade, wir haben gar nicht in dem Run alle Mobs gemacht. Ist aber nicht so wild. Für die Kisten ist es relativ egal. So, das nächste, was wir haben, ist einmal da oben die Kiste. Und die habe ich aber schon einmal geöffnet. Ah, ne, die habe ich doch noch nicht geöffnet. Okay, die sah jetzt offen aus. Die haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 27, 26. Also eigentlich läuft man ja hier den direkten Weg. Das ist halt jetzt quasi an dem linken Seitweg dran. Genau. Ach, schaut mal. Ich habe da sogar noch was vergessen mitzunehmen. Noch ein bisschen extra EP. So, dann können wir jetzt hier hinten weiterlaufen. Ich habe das Ganze, wie ihr seht, schon einmal vorgeklärt. Dann ist es, denke ich mal, ein bisschen einfacher, ein bisschen zügiger, die ganzen Schätze mitzunehmen. So, das nächste Teil, das ist jetzt, ja, jetzt nicht wirklich tricky, aber ein bisschen blöder als der 0815-Schatz. Und zwar haben wir den hier hinten dran. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Also, da, ah ja, okay. Ich dachte jetzt schon, ich muss da irgendwie drüber springen, aber nein. Da war sogar ein T-Mock für mich drin. Da haben wir eine Brust, eine Lederbrust. Beste des Schatzsuchers habe ich da jetzt gekriegt. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht ist die für euch da auch drin. Und zwar hier auf den Koordinaten 55, 24. Falls ihr die auch drin habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Das wäre ganz interessant. Vielleicht gibt es da auch ein volles Set, ne? Und ja, die letzte Kiste, die haben wir jetzt einmal hier hinten. Und zwar haben wir ja hier den Raum, wo die Schätze sind. Das habe ich jetzt schon gelootet. Wir müssen jetzt an dem Raum vorbei und quasi da hinten rumlaufen. Und hier im Gebüsch haben wir dann Kiste Nummer 4. Die machen wir jetzt auch auf. Und zwar ist das jetzt hier auf den Koordinaten 66, 15 hier oben. Und eigentlich müsste jetzt mein Achievement kommen. Ja, irgendwie hat das nicht geklappt. Vielleicht habe ich einen nicht vernünftig angeklickt. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. So, nachdem ich außen wieder eingeloggt bin, hat es jetzt doch geklappt. Also Entdeckung der Schwärmerbresche ist abgeschlossen. Es hat anscheinend einfach nur ein bisschen gehangen. Ich weiß auch nicht warum. Juti, damit sind wir aber dann am Ende vom kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.